Hi, ich mache heute mal einen Tag mit und zwar hat mich die liebe Maumus, keine Ahnung, Franzi, getaggt. Und zwar ist das der, wie heißt der? Kunterbunt-Tag. Ich gucke die ganze Zeit dann dahin wegen den Fragen. Ich hoffe, ich kann das irgendwie rausschneiden, weil ich finde es immer dämlich, wenn immer nur so geguckt wird. Ja, ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Und ja, dann lege ich direkt los. Die erste Frage ist: Google oder Yahoo? Ja, Google. Also Yahoo, da hatte ich irgendwie noch nie mit irgendwas am Hut so. Also keine Ahnung. Ist jetzt nicht, dass ich das total scheiße finde, aber irgendwie habe ich damit nichts zu tun. Also Google. Eis oder Cocktail? Also ich entscheide mich eher fürs Eis. Ich weiß nicht. Also Cocktail mag ich eigentlich auch ganz gerne. Aber ja, irgendwie lieber Eis. Weiß auch nicht. Tag der Dummheit oder Welt-AIDS-Tag? Ja, muss ich dazu was sagen? Welt-AIDS-Tag? Hallo? Also, ich denke mal, die Frage, ich kann es auch falsch verstehen, aber ich habe immer gedacht, wenn diese Frage kam, als ich die Text bei anderen geguckt habe, derjenige, der sich die Fragen ausgedacht hat, meint er dann, sollte der Welt-AIDS-Tag durch den Tag der Dummheit ersetzt werden, weil der die Leute, die AIDS haben, dumm findet? Also so habe ich das mal gedacht irgendwie, weil warum sollte man die beiden ausgerechnet zusammenstecken? Also ich verstehe das nicht so ganz. Also auf jeden Fall Welt-AIDS-Tag. Bist du lustig oder nicht? Es kommt drauf an. Also manchmal bin ich schon lustig. Gerade nicht. Ja, situationsbedingt schon. Ja. Also in meinen Videos weiß ich es nicht. Das ist halt so. Wenn man mit jemandem redet und dann spontan irgendwas sagt, dann ist es lustig. Aber ich rede nur mit einer Kamera und deswegen ist es, glaube ich, manchmal nicht so lustig. Keine Ahnung. Alkohol oder Hustenbonbons? Da verstehe ich auch den Zusammenhang wieder nicht. Aber naja, ich mag beides nicht besonders. Also wenn es geht, nichts davon. Aber wenn ich Husten habe, dann nehme ich Hustenbonbons. GMX oder web.de? Also ich bin bei GMX. Web.de habe ich nie drüber nachgedacht, da irgendwie mich anzumelden. Also keine Ahnung, ich bin halt bei GMX und jo. Bist du gerade glücklich oder traurig? Beides. Also noch bin ich recht glücklich, weil heute super tolles Wetter ist und die Sonne scheint und kein Wölkchen am Himmel ist. Allerdings soll es morgen regnen und das macht mich ein bisschen traurig, weil das Wetter war jetzt immer so schön und jetzt soll es schon wieder vorbei sein. Ich habe keine Lust auf Regen und grauen Himmel und oh nee. Naja, shoppen oder am Computer hocken. Ja, also so wie die meisten es auch schon gesagt haben, beides zusammen, also am Computer shoppen, das ist das Beste, weil ich habe immer keinen Bock, Klamotten einzukaufen und die anzuprobieren und das alles, das nervt mich und mir wird dann warm und ich habe keinen Bock mehr und wenn ich dann aber online bestelle, dann kann ich das zu Hause anprobieren und wenn es mir nicht passt und ich keinen Bock drauf habe, dann schicke ich es halt wieder zurück. Irgendwie ist das nicht so stressig für mich, ich mag das viel lieber. Bier oder Karamals? Karamals kenne ich nicht, kenne Malzbier. Ist das das Gleiche? Wenn es das Gleiche ist, würde ich Malzbier nehmen. Bier an sich schmeckt mir nicht so wirklich. Es sei denn, es ist ganz, 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 ganz kalt und ganz, ganz, ganz süß. Also es gibt ja diese herben Biersorten. Die sind dann nicht so toll, aber wenn die so mild sind, so radlermäßig, dann ist das okay. Würdest du dich als verrückt oder gestört bezeichnen? Der Rest der Welt wird mich bestimmt als gestört und verrückt bezeichnen, weil ich diese Videos mache. Aber ja, jeder ist mal ein bisschen verrückt, aber gestört. Nö, nicht unbedingt. Kuchen oder Pancake? Ja, in der Reihenfolge. Also erst Kuchen und dann Pancake. Nein, aber ich glaube, ich würde mich, wenn ich die Wahl hätte und müsste mich für eins entscheiden, würde ich einen Kuchen nehmen. Ich mag am liebsten so, ja, das klingt immer blöd. Trockenen Kuchen mag ich gerne, aber ich mag halt keine Torten, sondern so trockenen Kuchen, aber der muss saftig sein. Also wenn man da so drauf ditcht mit der Gabel, dann muss das so machen, wisst ihr? Das ist richtig gut. Montag oder Freitag? Ja, Freitag. Füller oder Kugelschreiber? Also ich mag beides gerne. Und es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo ich gerade so Bock drauf habe, aber meistens nehme ich den Kuli. In der Schule natürlich dann immer Füller und so, aber obwohl zuletzt habe ich da auch eher mit Kuli geschrieben. Aber ich mag gern Füller schreiben, so. Ich weiß auch nicht, das gefällt mir irgendwie. Ich habe auch mal eine Zeit lang mehrere Füller gesammelt, weil ich das irgendwie cool fand und damit gern geschrieben habe. Aber ja, es kommt drauf an, wo ich Lust drauf habe.
Liniert oder kariert? Also ich finde, karierte Blätter sehen überhaupt nicht schön aus. Linierte sehen viel ordentlicher und toller aus. Aber auf karierten schreibe ich, glaube ich, schon ein bisschen besser. Obwohl, ich weiß nicht, ob es besser ist, aber man spart Platz, finde ich. Und ich weiß nicht, irgendwie geht es darauf besser. Aber mir gefallen linierte Blätter irgendwie besser. Vom optischen her einfach. Klo, WC oder Toilette? Also, es kommt auf die Situation an. Wenn ich zu Hause bin, dann sage ich Klo. Wenn ich zum Beispiel in der Schule früher gefragt habe, ob ich mal gerade, ne, dann habe ich immer Toilette gesagt. Weil Klo klingt so plump, so schmutzig. Und Toilette, das klingt natürlich ein bisschen edler. Ja, WC sage ich eigentlich nie. Ich habe eins übersprungen. Bahnhof oder Friedhof? Bahnhof, obwohl Bahnhof manchmal ziemlich assi ist. Also, ihr müsst mal drauf achten, wie viele da rauchen. Das ist heftig. Also bei uns zumindest. Wenn ich mich dann da umsehe, dann stehen mindestens 5 Leute da mit einer Zigarette von 10 Leuten. Und das ist echt ätzend. Also ich bin nicht Raucher und deswegen mag ich das halt nicht so gerne. Wisst ihr, dieses ganze, ja, ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Wahrscheinlich seid ihr so in dem Alter, die ich jetzt meine. Das heißt nicht, dass ihr so seid. Aber es gibt so Leute, die sind so 15, 16 und die, vielleicht auch ein bisschen jünger. Ich weiß nicht, teilweise sehen die so klein aus. Vielleicht sind die ein bisschen jünger. Die sind manchmal total apathisch irgendwie. Die sehen dann ihre Freunde. Also einer steht hier und der andere steht da. Hier ist da so Straße zwischen. Und dann sehen die sich und dann gucken die so. Gehen dann zueinander hin, also der bleibt stehen und die geht hin. Und dann gucken die sie so an und geben sich so einen Kuss auf den Mund. Als ob das... Also wenn ich Freunde von mir sehe, dann lächle ich die an und sage Hi und umarm die. Ich gebe denen jetzt keinen Kuss, ja okay, das ist halt wieder anders. Aber trotzdem, die gucken sich dann so an. Hä? Und sagen kein Wort zueinander. Was ist das für eine Begrüßung? Könnt ihr mich mal aufklären, wenn ihr in dem Alter seid? Was ist das? Das verstehe ich nicht. Das machen viele bei uns und ich kann das echt nicht nachvollziehen, weil das sind auch nicht so Emos oder so, die diese schwarzen Haare und hier aufgepuschelt und da so. Also, das sind normale Menschen. Also, Emos sind auch normale Menschen, aber die haben sich nochmal... Ihr wisst, was ich meine. Ich mach mal weiter. Englisch oder Mathe? Auf jeden Fall Englisch. Auf jeden Fall. Mathe war ich so schlecht dran. Oh, nein. Das war ganz schlimm. Aber Englisch ist in Ordnung. Wobei mich ein Lehrer mal total beschissen bewertet hat. Ich hatte immer 2, 3 und der hat mir einfach immer eine 5 gegeben, egal was ich gemacht habe. Ja, der war dumm. Ich hoffe, er guckt zu. Ja, auf jeden Fall Englisch. Mathe konnte ich nie, mochte ich nie. Das Nötigste kann ich, aber... Ja, das war's dann auch. Schule oder Arbeit? Ja, also wenn ihr mich fragt und ihr fragt mich, dann auf jeden Fall Arbeit, weil Schule war für mich die Hölle. Ich hab's gehasst ohne Ende. Oh, ich hätte die am liebsten abgefackelt. Nein, war wirklich scheiße für mich. Und jeder, der mir gesagt hat, oh, du wirst die Schulzeit noch vermissen, dem hätte ich am liebsten an die geklatscht, weil der hat keine Ahnung, wie für mich die Schulzeit war. Und ja, ich bin einfach froh, dass vorbei ist. Schoko oder Vanille? Ja, am besten zusammen. Also Schoko und Vanille zusammen mag ich ganz gerne. Vanille einzeln ist ganz in Ordnung. Schoko alleine auch. Aber zusammen ist es doch am besten. Welche Sprachen sprichst du? Ja, Deutsch. Manchmal. Ja, Englisch auch. Aber ich kann nicht alles. Also ich kann schon ganz gut mich ausdrücken, was ich will und so. Aber manchmal denke ich so, ja, war das jetzt so richtig von der Grammatik oder nicht? ja. Spanisch sollte ich können, kann ich aber überhaupt nicht. Aber egal. Dein absolutes Hassfach? Ja, Mathe, Deutsch, Englisch, Sport, Spanisch, Geschi. Eigentlich habe ich alles gehasst. Manche Fächer waren erträglich, aber gehasst habe ich sie alle. Etwas, das du niemals tun würdest? Ja, das weiß ich nicht, weil ich weiß ja jetzt nicht, ob ich später vielleicht doch irgendwas tun würde, was ich jetzt niemals tun würde. Kann ich so nicht sagen. Kaffee oder Tee? Ja, es kommt drauf an, worauf ich Lust habe. Also ich trinke beides manchmal gerne, aber ich trinke jetzt nicht jeden Tag Tee oder Kaffee oder... Ja, ich trinke das nach Lust und Laune, wenn ich Bock drauf habe. Telefon oder Handy? Wenn ich unterwegs bin, Handy und ansonsten das Haustelefon, weil es günstiger ist. E-Mail oder SMS?
Ja, gleiches Spiel. Wenn ich zu Hause bin, schreibe ich eine E-Mail, wenn das möglich ist, wenn derjenige gerade nicht unterwegs ist oder so. Und wenn ich gerade irgendwo rumlaufe und will gerade jemanden was mitteilen, dann schreibe ich eine SMS. Okay, das war's mit dem Tag. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu lang geworden. Ich versuche es zu schneiden und wen ich tagge, schreibe ich in die Infobox. Ich hoffe, ihr macht mit. Bitte, bitte macht mit. Am besten ich tweete euch nochmal an, damit ihr das auch mitbekommt. Ja. Okay, dann hoffe ich, hat euch das ein wenig unterhalten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch Fragen in den Kommentaren beantworten. Ist ja auch mal witzig zu sehen, was ihr dann so daraus macht. Und jo, dann macht's gut, ihr Lieben. Ciao.